Für das Baby von Katrin Krämer steht jetzt eine Routineuntersuchung auf der Kinderstation an. Dabei ist es die 6-jährige Ida, die eigentlich dringend medizinische Hilfe braucht. Aber das ahnt in diesem Moment noch niemand. Sie sind auch zufrieden soweit? Ja, alles gut. Ich bin wirklich glücklich, dass er sich so gut entwickelt. Der kleine Ben kam in Begleitung von seiner Mama und von seiner großen Schwester zu uns auf die Station. Ich kannte den schon vorher, der war eine Frühgeburt, ist hier geboren, war relativ dramatische Geschichte. Aber dafür hat er sich ja wirklich toll entwickelt. Mir fällt hier gerade auf, dass die dritte Grundimmunisierung, die 6-Fach-Impfung, noch fehlt. Ja, die haben wir noch nicht machen lassen, weil als dieser Termin war, da war er wieder fiebrig. Und dann habe ich in der Babygruppe gehört von den anderen Müttern, dass ja, wenn er fiebrig ist, dass die Impfung dann halt lieber nicht so durchgeführt werden sollte oder besser verschoben wird. Mhm. Da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht. Nicht, dass er dann irgendwie krank wird dadurch, durch die Impfung. Ja, also es gibt schon klare Indikationen und Kontraindikationen, ob man jetzt impft oder nicht. Ne? Wir können den ruhig schon mal einmal hierher setzen, dann kann ich schon mal anfangen. Grundsätzlich ist es halt so, dass wenn die Kinder nicht sehr krank sind und hochfiebern, man eigentlich impft. Mhm. Ich kann Ihre Sorgen natürlich verstehen und die Sorgen haben viele, aber da brauchen Sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass die Kinder überhaupt geimpft werden, denn gerade Kinder, die manchmal ein bisschen viel kränkeln und so weiter, brauchen diese Impfung umso mehr. Mhm. Ne? Man muss halt eben verhindern, dass sie diese schwerwiegenden Erkrankungen bekommen. Und in Deutschland ist leider im Moment so ein bisschen der Trend zum Nicht-Impfen zu verzeichnen, ja, sodass wir auch durch diese Herdenimmunisierung nicht mehr ausreichend Schutz haben. Ne? Gerade die Kinder, die zum Beispiel gerade nicht geimpft werden können, weil sie wirklich ernsthaft krank sind, sind dann wirklich gefährdet. Und natürlich auch gesunde Kinder, die nicht geimpft werden. Ne? Mhm. Herdenimmunisierung ist ja klar, ne? Wenn alle geimpft sind, dann wird der eine, der nicht geimpft ist, nicht krank, weil alle anderen geimpft sind. Ja? Ist es jetzt schlimm, ist es jetzt zu spät dann für diese Impfung? Nein, zu spät ist es nicht. Wir können das heute einfach noch nachholen, jetzt mit dieser U-Untersuchung. Und dann haben wir eigentlich nichts verloren. Ja? Bevor Assistenzärztin Tabia Rode den 6 Monate alten Ben impft, untersucht sie den Säugling eingehend und ist mit dem Allgemeinzustand ihres kleinen Patienten sehr zufrieden. Die 6-jährige Ida beobachtet das Geschehen aus sicherer Distanz und lässt sich nicht anmerken, dass es ihr schon länger nicht wirklich gut geht. Wie sieht's denn mit ihrer großen Tochter aus? Hat sie alle Impfungen bekommen oder fehlte auch noch irgendwas? Guck mal. Deine Schwester hat auch schon alle Impfungen. Du musst mal. Okay. Ja, zeige ich dir, wo das ist, ja? Nachdem die Impfung dann vollzogen war und die U-Untersuchung auch gut gelaufen war, wollte ich die Familie eigentlich wieder nach Hause gehen lassen. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ben nicht der einzige Patient sein sollte, den ich aus dieser Familie an dem Tag hatte. Soll ich denn mitgehen? Nein. Nein? Schaffst du? Hier vorne links, ja? Okay. Ich warte hier auf dich. Ida? Ida? Was ist denn? Oh mein Gott! Hey! Ida, ja, was ist los? Hey, komm mal, wir nehmen das Benito mal, ja? Was ist passiert? Hallo! Ida, bist du hingefallen? Bist du gestolpert? Komm mal her. Komm, in den komm mal hoch. Du bist zwar ein großes Mädchen, aber komm mal zu ihr auf den Arm. Da habe ich als erstes erstmal gedacht, dass es wahrscheinlich Kreislauf ist. Und vielleicht brütet sie irgendetwas aus. Es war relativ unklar. Normalerweise fallen 6-jährige Kinder nicht einfach um. Warum bist du denn jetzt hingefallen? Was ist denn passiert? Guck mal, ein bisschen nach oben gerutscht, ja? Hm? Ja, komm mal, mach den Kopf was hoch. Kannst du einmal Fieber messen und Blutdruck? Ja. Puls hätte ich gerne. Ida, was ist los? Was ist passiert? Ist dir schwindelig geworden? Tut dir was weh? Du hast ein bisschen Angst, oder? Du willst gar nicht so gerne mit mir reden gerade, ne? Pass auf, ich untersuche dich einmal. Ja, du brauchst keine Angst haben. Wir machen auch erstmal nichts, was weh tut. Ja? Pass auf. Wir gucken einmal, ob du Fieber hast. Jetzt mach's los. Und jetzt sehen wir, dass die Ida 38,0 hat. Oje. War sie krank in den letzten Tagen? Nein, eigentlich ging es ihr ganz gut. Okay. Sie hat nicht irgendwie über irgendwelche Schmerzen geklagt oder hat irgendwas? Gar nicht. Also sie war ein bisschen ruhiger als sonst. Aber ja, ich dachte halt, ne, das ist jetzt ein bisschen auf Ben zurückzuschieben, weil die neuen Familienumstände. Aber eigentlich, nee, eigentlich ging es ihr ganz gut, ja. Okay. Also es ist nicht, sie hat nichts Besonderes gegessen. Dir geht's gut?
Blutdruck ist auch in Ordnung, 120 zu 65. Ein Puls, ein 104er Puls. Mhm. Ein bisschen erhöht, ne? Aber ich meine, gut, vielleicht ist sie irgendwie aufgeregt oder... Ja, vielleicht keine Ahnung, hat sie das mitgenommen mit der Spritze gerade, weil er so geweint hat. Vielleicht auch das. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also ich würde sie jetzt so auf jeden Fall erstmal nicht nach Hause schicken. Ich finde das ein bisschen unklar gerade, was mit ihr los ist. Dir tut wirklich nichts weh, ne? Du sagst, es ist alles gut. Wenn dir was weh tut. Tut dir denn was weh? Nein. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen bei ihr oder irgendwelche familiären Erkrankungen, die gehäuft vorkommen? Ja, also nicht, dass ich wüsste. Ida war in der Babyklappe und wir haben sie selbst in der Familie erst seit anderthalb Jahren. Aber ach so. Soweit ich weiß, gibt es keine Vorerkrankungen. Also nicht, dass wir wissen. Also Sie wissen es eigentlich gar nicht ganz genau. Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir da jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Bleibst du ein bisschen bei uns? Nein. Ich will. Ida, mein Schatz. Ich bleib bei Mama, ne? Ja. Pass auf, die Mama, die bleibt ja auch ein bisschen bestimmt noch bei dir. Darf ich oder? Hier bleiben? Ja. Klar. Also, Sie können auf jeden Fall mit ihr hier bleiben. Wir können da auf jeden Fall irgendwas arrangieren. Sie ist ja auch noch nicht so alt. Ja. Was machen Sie mit ihr? Aber Mäuschen, du musst. Ich würde ihn zum Papa bringen, wenn Perfekt. Das okay ist. Ida, Schatz, ich würde Ben zum Papa bringen. Und dir noch frische Klamotten. Schatz, alles gut, alles gut. Und dann komme ich wieder, ja? Erst nachdem Pflegemutter und Ärztin mit Engelszungen auf sie eingeredet haben, sieht die kleine Ida ein, dass sie im Krankenhaus bleiben muss. Nachdem Katrin ihren Sohn nach Hause zu Ehemann Bastian gebracht hat, ist sie sofort zurück in die Klinik gekommen. Die Grundschülerin behauptet weiterhin, dass es ihr gut geht. Ihr allgemeiner Zustand zeigt jedoch deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Gott, du Mädchen, wie guckst du denn? Okay. Okay. Mal ganz gut atmen, das ist super. Ich hole jetzt mal die Ärztin. Das möchte ich jetzt einfach mal beobachten. Ida, setz dich mal aufrecht. Als ich nach der Ida schauen wollte und ins Zimmer kam, merkte ich schon, wie ihre Backen dick wurde und ein typisches Zeichen für, dass sie sich übergeben musste. Sie hat dann noch Fieber entwickelt, auf 39 war sie angestiegen und das war irgendwo so der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir unsere Stationsärztin rufen, die muss man da nachschauen, denn das war, ist nicht normal. Ich habe das Erbrochene noch mal mitgebracht, falls die Tabea sich das anschauen möchte. Ja, das schließen wir jetzt mal schnell an und dann schauen wir mal. Dann gucken wir mal Fernsehen in deinem Bauch, ne? Kommt sie denn oder ja, steckt kommt. Sie gerade irgendwo fest? Nee, sie kommt. Gut. Okay, ist an. Das hast du doch schon mal gesehen bei mir. Weißt du? Das ist ganz was Schickes. So, und hier kann man Fernsehen, da kann man sehen, wie es in deinem Bauch aussieht. Hast du schon mal gesehen? Das ist nicht gut. Hallo, 39,6. Geht dir nicht so gut, hat gerade ein bisschen bespuckt. Mhm. Sagt mir aber, dass es ihr gut geht. Okay, gut. Ida, was ist denn los, Erzähl mal. Was ist passiert? Tut dir doch was weh? So, wir machen einmal die Decke weg. Niemand kann sich erklären, warum das Mädchen sein offensichtliches Leiden bislang so vehement abgestritten hat. Dabei sind es nicht nur körperliche Schmerzen, die das Kind plagen. Die Grundschülerin macht sich große Sorgen. Und diese Ängste haben ihren Ursprung in Idas ganz persönlicher Lebensgeschichte. Der ist aber relativ hart. Hör mal, hast du Bauchweh? Maus, du kannst ruhig sprechen. Sag, wenn du Schmerzen hast, bitte. Gegessen hat sie nichts. Gar nichts? Nee. Ist dir schlecht? Ich habe dann auch noch mal auf den Bauch geguckt, was ich vorher ein bisschen versäumt hatte, dadurch, dass mein Fokus einfach auf etwas anderem lag. Bei der Bauchuntersuchung hat sich dann gezeigt, dass ihre Darmgeräusche anders waren als normal. Ich habe dann noch mal mit dem Ultraschall auch geschaut und habe dann eindeutige Anzeichen gefunden für eine ernsthafte Erkrankung. Das sieht aus wie eine Invagination. Das heißt, du musst eigentlich ganz schön dolle Bauchweh haben. Kann das sein? Wie lange hast du schon Bauchweh? Nicht lange. Nicht lange? Blutwerte kommen in einer Viertelstunde. Okay, also, das sieht ganz nach einer Darminvagination aus, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich gebe dir das. Was bedeutet das denn? Eine Darminvagination, das ist, wenn sich ein Darmabschnitt in den nächsten stülpt, sozusagen. Da wird dann der Darm abgedrückt
da werden dann auch die Gefäße abgedrückt, dann funktioniert die Durchblutung nicht mehr so gut und dann kann der Darm eben mit der Zeit auch absterben. Oh Gott. Normalerweise kann man das ganz gut konservativ behandeln, indem man einfach einen Einlauf macht, ja, mit ein bisschen Wasser und dann ist es oft so, dass der Darm wieder zurückrutscht in die richtige Position. Ne? Aber denkt nicht mal wieder zu. Eine Darminvagination ist eigentlich etwas, was nur bei kleinen Kindern unter einem Jahr vorkommt und dort am häufigsten ist. Dass es ältere Kinder betrifft, ist relativ selten. Natürlich kann es auch ganz viele andere Gründe geben für Bauchschmerzen, die hier sicherlich erstmal wahrscheinlicher gewesen wären. Das heißt, wir haben hier eigentlich so eine Art Kolibri, wie wir das sagen. Symptome sind da auch sehr unspezifisch. Ne? Man hat Bauchschmerzen, oft kolikartige Bauchschmerzen. Es kann natürlich dann im Folgenden auch zum Erbrechen kommen. Stuhlschwierigkeiten von diverser Art kann man auch haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die erstmal schwer zu deuten sind. Und man muss dann einfach gucken, woher kommt es eigentlich. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir das behandeln. Ja? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal alles für den Einlauf. Das könnten wir gleich einmal zusammen alles vorbereiten. Und dann machen wir das hier drin. Sein? Das Gerät kannst du hier lassen, weil wir brauchen das. Ach so, ja, unter Kontrolle, ne? Natürlich. Unter auf jeden Fall. Das machen. Ja, genau. Können Sie dabei bleiben. Ich bin bei dir, okay, mein Schatz. Ja? Die Worte ihrer Pflegemutter können Ida nicht beruhigen. Die Sechsjährige will weiterhin trotz schlimmer Schmerzen lieber nach Hause. Der dringend notwendige Einlauf wird aber kurz darauf unter Narkose vorgenommen und bringt den erhofften Erfolg. Als Mama Katrin auch am folgenden Tag am Bett ihres Pflegekindes wacht, scheinen eigentlich alle Probleme aus der Welt zu sein. Na, das ist ja gut, dass du wach bist. Ida, geht's dir denn besser? Hast du noch Bauchweh? Nein, ehrlich. Ui. Gar kein Bauchweh? Das ist, ja, es klingt auch das erste Mal so richtig resolut. Okay. Pass auf, wir würden noch einmal untersuchen und noch mal gucken, ob mit deinem Bauch alles in Ordnung ist. Ja? Aber erstmal sieht es ja ganz gut aus, dass ja, bitte. Oh, Besuch kommt da. Ben? Hallo. Hallo, Kleine. Der Papa? Ja. Wie geht's dir? Dir geht's schon besser. Sie hat die ganze Zeit geschlafen. Hallo, wie geht's dir, Kleine? Gut. Oh, toll, siehst du aus. Ist alles gut? Es wird alles gut. Ich freue mich, euch zu sehen. Entschuldigung. Also, wir waren gerade dabei zu besprechen, dass wir hatten ja versucht, das Ganze konservativ zu lösen. Das hat auch ganz gut funktioniert, denke ich. Wir machen aber jetzt noch mal eine Kontrolle. Wir gucken uns das noch einmal an. Und dann werden wir es gleich wissen. Ja? Ist es schon noch mal so, dass man danach nachbeobachten muss? Denn es kommt schon in regelhaften Fällen auch zu einem Rezidiv, also zu einem Rückfall, wo das Ganze nochmal passiert und wo man dann wieder handeln muss. In Idas Fall ist alles super gelaufen. Wir hatten kein Rezidiv, es hat super funktioniert, wir konnten die OP umgehen und es ging ihr schon sehr schnell sehr viel besser. Sag mal, warum hast du eigentlich jetzt so lange nichts gesagt? Du musst doch schon ein bisschen länger Bauchschmerzen gehabt haben, oder? Niemand will ein kaputtes Kind. Oh Gott. Was? Aber warum denn kaputt? Was? Kleine. Schatz. Ich glaube, Mama und Papa haben dich schon ganz schön gern. Aber, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu selten, zu wenig um dich gekümmert, weil jetzt Ben da ist auf der Welt. Es tut mir so leid, ich hätte mich viel mehr um dich kümmern müssen. Ich hätte glaube, für dich das da sein müssen. Nicht. Warum denkst du, dass du ein kaputtes Kind bist, also, Kleines? Als sie in dem Bad waren und noch mal was zu essen geholt haben, haben wir zwei uns ein bisschen unterhalten, die Ida und ich. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie sich sehr, sehr wohl fühlt bei ihnen und dass sie ganz doll lieb hat. Und wir haben dich auch ganz lieb. Ich glaube, sie hat Angst, dass sie wieder abgegeben wird. Und sie hat einfach Angst. Also ich weiß es nicht, aber... Hast du die Angst? Die Angst musst du aber nicht haben. Aber ihr habt doch jetzt Ben. Wir haben zwar Ben, aber wir hatten dich und haben dich die ganze Zeit gehabt. Und deswegen... Für könnte ich eine Überraschung. Ich habe damit gewartet, weil bis die ganzen Papiere geklärt wurden. Aber wir haben schon, nachdem Ben geboren wurde, Adoption von dir beantragt. Und wir werden dich und wollen dich und dürfen dich adoptieren. Jetzt sind wir eine Familie. Eine richtige Familie. Du bist Kleines. Unser Kind. Du bist yeah. unser Kind. Ja. Immer gewesen. Oh. Und wir lieben dich ganz, ganz, ganz toll. Genauso wie Ben. Genauso lieben wir dich. Und wollen dich immer
für immer bei uns haben, ja? Möchtest du das? Oh. Ist doch unser Sonnenschein. Schön. Ja. Dass so ein kleines Mädchen, die ständig rumgereicht wird, sich mit dieser, mit diesem Nichtbescheidsagen in Lebensgefahr gebracht hat, das hat sie natürlich nicht gewusst. Dafür war sie zu klein. Umso schöner war es, als es ihr dann besser ging und der Vater wirklich eine gute Nachricht übermitteln konnte. Da sah man dieses Leuchten in den Augen und das war für uns alle ein rührender Moment. Zwei Tage später konnte Ida die Klinik gesund und munter verlassen. Nachdem die Grundschülerin in den vergangenen Jahren von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht wurde, hat das Mädchen endlich ein liebevolles Für-immer-Zuhause gefunden.